Hi und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video in der neuen Fünfer-Instanz. Neues Video, neue Fünfer-Instanz. Die Arcway. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Alright, du enttäuscht mich nicht und spielst mit dem deutschen Client und kannst uns das sagen. Ich habe keine Ahnung, ich spiele auch. Ich spiel's auch nur am Anger. Toll. Irgendwie habe ich aber ständig Lua raus, die muss ich gleich mal aufstellen. Ja. Das ist ein bisschen störend. Ein bisschen sehr störend. Okay. Irgendwie. Okay. Was findet ihr okay? Den ganzen Ads? Direkt wer tot. Ich glaube der Chart. Die platzen alle und werden ganz vielen kleinen, oder was? Schon, ja. Schade. Boah. Diese Lua-Eros sind nur leicht anstrengend. Gut ist ja, dass ich Swipe habe. Ja, der Bär wird geändert, ne? Und jetzt macht ja. Er nur noch AOE Damage. Ich verstehe auch nicht, warum sie Lacerate rausgenommen haben dafür. Boah, so, warte mal, Interface. Echt, der Blue Eros? Ich hab gar permanent, ey. Oder? Ich hab das ausgestellt. Kann man doch mal irgendwo ausstellen, oder? Wo war das nochmal? Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo kannst du es ausstellen. Und irgendwie unter Help, glaube ich. Interface, Help. Und dann. Geh weg. Stimmt dieser Heal? Was ist das für ein Heal? Display Lua. Display Lua Eros. Ja. Help ist richtig. Ich habe auch keine Ahnung, warum will das überhaupt jemand sehen? Also. Ja, wahrscheinlich ich schon. Glaub, aber das ist also warum ist nett, das standardmäßig? Wenn du Developer bist oder bei Addons oder sowas. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Also zurück zur Instanz. Und links kommt so ein. Ding angelaufen. Ja, den Pulver. Was auch immer es ist. Ein Dämon. Naja, macht er nicht. Nur noch, den ganz, AE-Damage. Dafür gibt's ja immerhin auch noch Moonfire, ne? Wobei ja der nicht mehr automatisch Moonfire macht, sondern irgendwie einen Free Moonfire. Was ist das jetzt was? Ne. Keine Ahnung, was das dann bedeutet, aber. Irgendwas wurde da auf jeden Fall geändert. Wo müssen wir her? Wisst ihr das nicht? Guck mal auf die Karte. Es gibt sogar eine Karte. Irgendwie komisch aus. Die sieht tatsächlich komisch aus. Irgendwie aus einem 2-Euro-MMO, so sieht die aus. Wenn ihr wisst, was ich meine. Was stand denn hier eigentlich die ganze Zeit? Oh doch, der macht das schon noch. Vermutlich unser Krieger, oder? Eigentlich nicht, ich bin gerade nur Blightstorm gehabt. Und Interrupted. Wir könnten halt auch endlich mal Add-ons zulassen, standardmäßig. Oh, ja, irgendwie glaube ich, wir müssen dieses Portal. Kann man das Portal schließen? Die so. In einer Instanz aus, in der man ziemlich viel bomben muss bis jetzt. Ja, kein Problem für einen Bär. Für einen Shadow so ein bisschen, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben geedit. Vielleicht ich. Und wie viel haben wir denn da geedit? Einiges, weil jetzt gleich kommen von zwei Leuten auch noch die Portal-Ads. Das schaffen wir schon. Glaub an uns. Ja, Frau Merkel. Also. Gerade die Taste gedrückt, auf der ich auf dem Live-Server einen Healing-Tonic habe. Das hat nicht funktioniert, kann passiert. Ich euch sagen. Doch, die Tasche ist aufgegangen. Hast du dir das Craft-System schon angeguckt? Nur ein bisschen. Tatsächlich gar nicht so schlecht, finde ich, das Neue. War aber auch Zeit, dass sie das überarbeiten. Denn, also so viel ist jetzt ja auch nicht neu, ne? Also ja gut, diese Rezeptränge sind schon gar nicht so schlecht. Ja gut, aber... Und ich sag mal so, das Overall-Ding, wie es aussieht, ist auch nicht so... Es ist jetzt nicht von Grund auf überarbeitet, will ich damit sagen. Das ist ein Boss? Ja. Das sieht so aus, ja. Sicher, dass das ein Boss ist? Kann kein Boss sein, die sieht viel langweilig aus. Ich glaube auch nicht, dass es ein Boss ist. Der Arcway. Ein bisschen wenig live. Ivanyra. Aber ich weiß nicht, wir müssen ja nicht alles machen. Können wir einfach vorbeigehen. Tschüss. Hier will ich nichts zu tun haben. Okay. Ist ja nicht so, als ob das XP oder gibt das XP?
Weiß ich nicht, aber das wollte ich gerade sagen, wir können mal darauf achten. Der Dungeon, der hier vorne. Oh. Den Extra-Level. es hier vorne neu gab, der gab ganz gut XP beim Abschließen. Wir sind Gab irgendwie so 80 oder auf. 90.000 oder so, Ja, das war schon aber relativ nur weil man viel. da nicht skaliert wurde. Hier wird man ja tatsächlich skaliert auf Level 110 wieder. Ist halt ein Max-Level-Dungeon. Oh. Heal me! Muss zugeben, vielleicht war das zu viel. Aber war das nicht eine Gruppe, die wir gepult haben? Nee, danach war ehrlich gesagt noch eine. Okay. Was macht eigentlich diese grüne Fläche hier? Ist sie einfach nur da und sieht hübsch aus oder nicht geschafft? Glaube ich Weiß ich nur nicht. Nee, sieht einfach aussichtsmäßig nur da. aus. Gott sei Dank hat der Bär ja noch immer sehr viele Utilities. Also das war keine Ironie, sondern tatsächlich ernst gemeint. Das war, glaube ich, tatsächlich mein Schild zwischendurch, als du auf 5 HP warst. Ja. Ja Das und war schon ziemlich knapp gerade. Vielleicht war es auch der Mob, der weggesprungen ist. auch das. Ich glaube, Wenn eine wir nicht zu viel Kombination aus haben. allen. Ach, dieses Zeug am Boden nervt aber auch, ne? Und dass ich kein GTFO habe. So, die Portale kann man nämlich rocken. Das sollten wir Okay. vielleicht auch machen. Das ist gut zu wissen für dann die Challenge-Modes später. Weil diese Imps sind ja wirklich massiv von der DPS her, muss man sagen. Wie viel Cooldown hat jetzt gerade Bugskin? Ich bin 45 Sekunden. Das ist ja schon wenig. So, das glaube ich in einem Boss. General Xakar. Hört sich auch so an. Wer ist das davor? Könnte ein Boss Eine sein. ganze Gruppe, ne? Ich wollte mal Mind Control ausprobieren. Tut mir leid. Vielleicht da hinten den habe ich noch nicht gedamaged oder sowas. Ne, es ist alles in gerade. Invalid Target. Oh, vielleicht Geht leer. hier. Ach, da sind wieder zwei Totems. Aber gleich ist Cooldown frei von. Will ich gerade, ich hatte doch dieses Talent, also ich habe zu wenig Rage dafür. Ach, auf Ups, nee. Auf irgendeiner Taste, und ich weiß gerade nicht welche es war, habe ich mir auch dieses Magic Damage Dings gebindet gehabt, weil das habe ich jetzt noch nicht so richtig mit benutzt. Das kostet auch sehr viel Rage. Komm auch gerade gar nicht klar auf den Shadow. Ich weiß auch nicht. So, General Xakal, hallo. Geht's denn so? Hansi wollte wohl nicht mit ins TS und hier seine Meinung kundtun. Letztes Mal hat er so schön geredet. Ich glaube, der war sogar nachts da. Macht der auch irgendwas eigentlich? Ja, das war jetzt immer so eine Zakun. Der ist ziemlich schnell tot gewesen. Ja. Ja, noch lebt er, ne? Also. Ich Ja, ehrlich gut, jetzt? aber. Warum hat mich das weggehauen? Kann doch gar nicht mehr. Ja. Gut, ist unwahrscheinlich, dass er sich hochheilt. Ja, Wie und die viel hier? Ads laufen auch einfach nur weg, okay? Jetzt? Da war ein Netz. Da waren Ads. Ich hab die getankt für dich. Müsste wahrscheinlich gar nicht getankt werden. Wahrscheinlich. Die haben zumindest nicht viel Schaden gemacht. So, Rage 1 hättest du ja auch mal rappen können. Ich hab's heute gehabt, ich hab den Chaos-Bot gehabt. Machen die Wichte so viel Schaden? Leben nämlich tatsächlich auch nicht so lange. Ja. Schon recht viel. So, ich war hier auch falsch. Hier ist auch einfach.
Wo geht's denn wohl her weiter? Hier auch nicht. Zurück einfach wieder, oder was? Okay. Dead End, by the way. Hat Lenin uns falsch geführt. Ja. Da wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen, dass ein Dead End war. Er sagte, da geht wahrscheinlich einfach die Tür noch nicht auf oder sowas. Ja, ich denke auch. Also sowas designt Blizzard eigentlich nicht mehr. Hier runter. Aber man kann auch hier runter gehen, tatsächlich. Was ist überhaupt? Also ein Charmy hat man schon gesagt, ne? Der Heiler? Ja. Dieses sinnlose Swipe-Spam, ich weiß ja nicht, also ich verstehe nicht genau, was Blizzard sich da jetzt gedacht hat, muss ich sagen, weil... Also ich finde es gut, ne? So war der Druide ja schon immer. Man konnte immer schon sinnlos Swipe-Spam, aber warum genau die Änderung erst gemacht wurde und gesagt wurde, naja, das ist halt so, ne? Man soll das nicht machen und jetzt führen sie es dann wieder ein, ist ein bisschen inkonsequent. Es gab genug Leute, die sich beschwert haben, ne? Deswegen führen sie es wieder ein, aber ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe halt nicht, was so Sinn teilweise dahinter ist, warum man es manchmal, keine Ahnung, manche Klassen können einfach die AOE spammen und manche dürfen dann alle 6-7 Sekunden draufdrücken. Funktioniert auch nicht, oder? Wenn ich jetzt hier wieder mit der Philosophie anfange, ne? Kriegen einige ja wahrscheinlich das Kotzen. Aber philosophiemäßig trotzdem passt ja auch irgendwo der Bär, der mit seinen Pranken die ganze Zeit irgendwo rumhaut, ne? Das finde ich schon gut, irgendwie. War für mich immer ein bisschen Teil des Great Gameplays. Hinter dir kommen Ads, wenn du da weggehen würdest. Würden wir die nicht ads. Ich hab's tatsächlich gerade so gesehen aus dem Augenwinkel. Mal dieses Ad auslassen, ne? Gib alles EP. Ignore. Irgendwas. Irgendwas gibt. Bist du nicht Level 108, hast du gesagt? Ja. So viel zu XP. So, da ist ein Portal rechts, das andere sehr schön. Bei 85k DPS hatte ich da, ne? Wie viel hatte der nächste? Ich hab schon wieder weggemacht. 130. 130, naja gut. 130, 136. Da kann man ja fast sagen, das sieht nach einer sinnvollen Tyrion-Geschichte an. Oh, da ist doch Opyron, oder? Hier? Der Raum erinnert mich sehr stark an ihn. Oder? Ja, das ist tatsächlich. Der sieht tatsächlich so aus, ja. Gebe ich dir hundertprozentig recht, der sieht aus wie bei dem Raid Boss. Vor allem. Oh. Was? Da ist wohl was explodiert. Relikie. Ja. 210.000 Schaden. Boah, muss explodiert sein, weil ich glaube, dieses Swipe-Spam ist schon effektiv. Also, keine Ahnung, wie viel Damage das macht. Kein Damage-Meter drauf, ich, aber. Übrigens einen Boss auch da oben, ne? Ja, deswegen wollte ich diese Spinnen hierher pullen. Aber es sind mega viele Spinnen auch noch am Rand. Ja, also wer so eine Spinnenphobie hat, für den ist das nicht der Dungeon hier. Guck mal, die kommen einzeln. Verrückt. Gut, dass ich hier 60 Meter Range auf Moonfire habe, also gefühlt. Ist halt mit dieser unerhörten Balance Affinity, ne? Also im Moment ist doch immer der Tank deiner Wahl quasi der Demon Hunter. Der Demon Hunter, oder? Ja, auf jeden Fall. Da müsste sich auch, glaube ich, echt noch ein bisschen was ändern damit. Also der Monk bräuchte wieder Guard. Ja, irgendwas, ne? Also. Ja, ja, ich bin auch. Es gibt auch große Kugeln übrigens, die heilen mehr. Dass irgendwie zurzeit ja so viele interessante Sachen oder Sachen. Da kommen immer mehr Spinnen. An die man sich gewöhnt hat oder sowas, in diesem PvP-Talent-Tree stecken. Und gerade beim Monk-Tank steckt da ja, ziemlich viel drin, ne? Halt. Du hast dann dein Heal wird instant und Dein Guard steckt da drin hier. Und so, also. Also du meinst Expel haben ist. Wir haben ein bisschen was geaddet von den Seiten, die sind irgendwie gekommen. Kann es sein, dass sie einfach respawnen? Kann sein, ja. Gut, dann entweder die tot sind.
Weiß ich nicht genau. Entweder jetzt, wenn die tot sind, den Boss, würde ich sagen. Ist ja nicht so, als ob die ein Problem wären. Einfach zu mir hinkommen, ja, wenn ihr Aggro habt. Wenig, ne? Ja. Es ist, ja, wo ist denn jetzt? Ich bin da hin. Wir sind noch drei. Hallo? Nicht angreifen. Kannst du den noch nicht pullen, oder? Nein, sie ist nicht attackbar. Kannst du nochmal angreifen? Du wirst es sehen. Was macht die denn da? Saugt die einem da das Leben aus? Ne, die macht nur physischen Schaden irgendwie. Und man ist gerootet. Vielleicht hat das im Bosskampf was zu bedeuten, dass man gerootet ist. Ah, jetzt kommt sie runter. Ah. Okay, du musst vielleicht doch alles töten. Ratilra oder so heißt sie. Aber stirbt auch recht gut. Also ich glaube, irgendwas ist noch ein bisschen anders. Wobei er natürlich, also was heißt Underpower, ne? Wir reden ja hier immer noch von, was macht sie? Von Normal Mode Dungeon, ja. Genau, wichtig. Also es ist halt nur ein Normal Mode Dungeon, das darf man halt nicht vergessen, ne? Kann man nicht warten auf jeden Fall. Okay, wir sind verbunden. Achso, wenn man 30 Yards auseinander ist, geht das weg. Wow, Shadow und Movement in dieser Form geht doch einfach nichts noch. Das war anstrengend, Mensch. Oh, da war sogar ein Item drin für mich. Ja, der Arcway. Geht's hier jetzt wo weiter? Ja, doch, hier geht's jetzt anscheinend weiter. Was denn für mich? Die sehen ja geil aus, ne? Das sind diese nicht am Sonnenbrunnen, Nachtbrunnen gewesenen Nachtelfen, Dunkelelfen, wurde auch immer. Bin gespannt, was für eine Elfenrasse wir noch einführen können. Man muss ja eigentlich sagen, dass Elfenrassen auch immer wieder neu eingeführt werden, generell bei Fantasy-Autoren. Also nicht nur was WoW macht. Was können wir in Moll machen? Ach, eine Elferasse. Oder Milididis. Oder Milididis. Ja, da, auch das. Da geht's nicht weiter, würde ich sagen, hinter uns. Und die Tür ist öffnen. Aufmachbar. Aufmachbar, danke. Die Tür geht zu. Komm mal mit rein, bitte. Will ich alleine sein mit denen hier. Boah, die sind aber auch nervig, ne? Mit ihrem. Was auch immer das ist. Vor allem die Hitbox von denen, ne? Das sind so Taren Valari Gedächtnis. Ja. Mobs. Boah, und ich dachte, wir sind ja. Wir sind Taren los nach dem Addon. Das ist ja wohl wirklich die ätzendste, ich meine, haben wir uns darüber schon mal unterhalten, die kennen wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Hallo? Bin ich nicht ruhig? Noch eine Tür? Wir müssen bestimmt irgendwas aufmachen, damit wir weiterkommen gleich. Das ist immerhin erst einem Damage, ne? Wie ich sehe. Ja, der Boss lief ganz gut, ne? Ja. Dafür habe ich beim Trash tatsächlich gerade nicht so die Ahnung, was ich drücken soll, ob ich alles dotten soll oder einfach bomben soll. Weißt du, das ist beim Ruin recht einfach. Swipe. Ja. Swipe geht immer. Das ist wirklich, also ist halt tatsächlich. Aber verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was sie sieht. Also wobei, ist schon unangenehm beim Monk immer wieder auch, oder? Findest du nicht? Also das ist das Einzige, was beim Monk ein bisschen doof ist, auch jetzt auf dem Live-Server, weil. Das doch, ist ja nicht anders. Finde ich das gar nicht so schlimm. Nicht, aber das ändert sich ja nichts dran. Weil du sagtest ja, dass du das
Ja, du verlierst die Fässer und Spinning Crane Kick, also da verlierst du schon was AOE. Fässer, ja, aber die machen ja keinen Damage. Nee, kein Damage, aber die machen mega Aggro. Ja, das ist natürlich wahr, aber kein Damage. Also das ist natürlich ein Argument, ja. Gehen wir auch weiter? Weiß es nicht. War links und rechts eine Tür. Irgendwo müssen wir hin. Ja. Kann man da rechts nicht? Da rechts kann man, glaube ich, eine Treppe hoch. Ne, hier kommt man nicht hoch. Konnte man gerade auch schon irgendwo hin? Da kann man nicht hoch. Ich habe es schon versucht, die Treppe hochzugehen. Das geht nicht. Geil am Druiden ist natürlich, dass man auch Moonfire hat, ne? Muss man schon sagen. Irgendwie. Zwar ein bisschen surreal, aber auch geil. Findest du? Also irgendwie. Der Hansi ist. Warte, ich zieh den mal runter. Hallo, hi. Hansi. Oh, hi. Hallo. Hack doch was. Was findest du? Du find ich gesehen. Ich find's aber komisch, dass man Moonfire jetzt hat und dafür kein Fairyfire mehr, oder? Ja, ja, das also ein war, bisschen. Das war wieder ihre Class Fantasy. Wir müssen mal eine Ability renamen. Ja, da kann man nicht hoch. Das hab ich gerade schon getestet. Ach, da auch nicht. Okay. Hier ist auch irgendwie wieder Sandkatze. Was ist denn hier los? Ah. Sind Sie sicher, dass der Dungeon schon fertig ist? Ah, guck mal, der Shami. Ich glaube, der weiß, wo es lang geht. Was ist der denn? Na, der steht hier so. Auch schön. Na gut, lässt ne? Da hinten hinlaufen. Hätte man sehen können. Hätte man vielleicht sehen können. Hellas. Hab ein bisschen Swipe für euch. Also. Bitte mal keinen falschen Eindruck bekommen, ne? Mit dem Video kann natürlich auch noch mehr als Vibe. Und wie gesagt, Moonfire. Vor allen anderen. Geil ist auch, dass ich eine Meldung bekommen habe, dass meine Addons Probleme machen. Ja, ja, meine ich Addons weiß. Sind diese Standard-Addons von Blizzard. Das ist bei mir nicht anders. Warte, kann ich den Mind controllen? Ach, das wäre genial. Go. Okay. Kannst du an, Mind Control? Nein, warum kann ich nichts Mind Controllen? In der anderen Instanz ging's. Da hat, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der Super. Naga halt wahrscheinlich. Mit einem Shadow mit und hat einfach alles Mind Controlled. Und die Mobs haben so reingehauen. Aber auch viel Damage, das ist krasser Debuff. Macht ganz gut, ganz gut Schaden hier alles, oder? Ja, wir haben so einen Debuff. 70k pro Sekunde irgendwie. Oh oh. Ist das die Void? Ich weiß auch noch nicht so richtig, was das macht. Warte mal, sollten wir mehr rappen. So, die da in der Mitte sind aber andere, glaube ich. Die machen nicht so böses Zeug. Oder noch böseres. Kann natürlich auch sein, ja. Kann ich noch resen? Du müsstest retzen können, ja? Ist gerade da, ja. Ach doch, da. Das haben sie wieder eingeführt, dass du retzen kannst. Ich kann nur nicht buffen. Guck mal, der Heiler kennt sich voll aus, ne? Ja. Bubble kann gibt also sein. Haste, wenn man drin steht, okay. Okay. Da denkt sie auch wahrscheinlich diese Noobs. Vielleicht. Zieh die hier durch. Boah. Sind diese jetzt so schnell geplatzt? Hatten die so wenig Leben? Ringbrock. Ringbrock, ist geil. 50%? 50%, ja. Ach, die Bubble gibt Haste, okay? Ja, also, sag mal. Tatsächlich, okay. Bleiben wir jetzt einfach hier drin stehen oder verschiebt sich die Bubble? Wir pullen jetzt den Boss hier drin, oder? Genau. Also, du nicht. Der Boss muss draußen sein. Ist er doch, oder? Ja, die Bubble ist auch leider weg.
vergaß, dass meine Abilities so eine hohe Reichweite haben. Ich dachte gerade, warum kann ich den immer hauen? Ich gehe ewig weg von ihm. Okay, hier kommen irgendwelche komischen... Ah, nein, so, da muss, ich bin in so Dingen drin. Meine Voidform läuft. Ups. Wir werden irgendwie gezogen, ne? Aber auch nicht weg. Oder? Kicken kann man es nicht. Naja. Man konnte dagegen laufen. Also zumindest mit dem Sprintschild ging es ziemlich gut. Ich war halt schon drin in der Mitte, deswegen war es wahrscheinlich. Bist du wieder in so einem Ding? Ja, ich bin drin. Dieser Heiler? Schildpartikel. Muss mein Dinge durch Cast. Bleib halt drin, du. Boah. Bleib halt da drin. Du bist eh nur Mage. Mage macht bestimmt gar keinen Schaden. Also ich mach dafür so viel Schaden wie du. Ja, ich bin ja auch die ganze Zeit in dem Ding drin. Er ist in dem Ding. Ich war in dem ersten drin. Ja, der kommt jetzt auch nur so bedingt, ne? Guck mal, ich habe auch noch ein Item also bekommen. Also effektmäßig 820. Ist schon gar nicht so schlecht, finde ich. Aber das war anscheinend upgraded, zumindest kam da so ein Zeichen so quasi, weißt du? Geht nicht dran, aber... Trinket. Versatility, Mastery, Leech. Da freue ich mich ja unheimlich viel über dieses Versatility, wobei vielleicht ist das jetzt besser. Weißt du da was? Weiß ich tatsächlich gar nichts vom Balancing her, was gut oder schlecht ist bei den einzelnen Klassen. Aber das wird habe ich mir auch noch so gar keine ändern. Gedanken drüber gemacht, deswegen... Das ist, glaube ich, relativ egal, aber grundsätzlich... Die Tür geht schon wieder ins hinzu. grundsätzlich sind diese Trinkets gar nicht so schlecht. Ja, ich hätte aber lieber Bonus-Armor, glaube ich, oder? Versatility Mastery ist schon ganz nice. Bonus-Armor gibt es tatsächlich, glaube ich, nicht mehr da was? Drauf, oder? Wollen sie auch noch das wegnehmen? Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Ja, ich habe mir die Itemization, ehrlich gesagt, überhaupt noch nicht angeguckt. Nur diese Legendaries also habe ich mir angeschaut. Glaube, allerdings Bonus-Armor und Spirit sind tatsächlich beide das ist ein Kristall. Weg. Kami. Ja. Kommst hier auch rein, oder? Bestimmt? Stay back, it's mine. Oh, rechts von uns. Links von uns. Okay, links haben wir gehadet. Oh, rechts auch. Wo. Ja, ich versuche mal hier... ich versuche mal so ein bisschen zu dancen. Aufzubauen. Ja, das war... Mach dir... Da kommt noch so ein Ad. Da ist jetzt auch egal. Ja, so wie gesagt, aber overall gesehen würde ich jetzt sagen, was macht das schon noch der Druide? Man hält sich halt nur weniger, das ist irgendwie ein bisschen doof, weil teilweise konnte man ja wirklich Raute 1 Damage, Raute 1 Healing sein bei Full Trash, ne? Also jetzt nicht zum Ende hin, aber im DRF mal. Stimmt, ja. Also in LFRs auf jeden Fall, aber... Da war man auch beim Boss, vielleicht Raute 1. Haben sie eigentlich vor, den Schwierigkeitsgrad umzubenennen, oder? Weil ich habe da irgendwas ich hab von noch nichts gehört. Also das Letzte, was sie gesagt haben, ist, dass ihnen das Raid-mäßig von den ganzen Sachen gut gefallen hat und dass sie das erstmal so lassen wollen. Ja, ich habe da nur irgendwas, so ein Toll gesehen, bei dem man irgendwas mit Trivial-Schwierigkeitsgrad oder sowas... Wobei man dazu auch sagen muss, dass sie, glaube ich, kein Toll einführen, was im LFR irgendwas one-shottet, also... Ja. Das sind bestimmt irgendwie Trivial, sind dann bestimmt irgendwie so Sachen wie Fitter oder so ein Mist. Ich weiß nicht. Ich finde vielleicht für den LFR besser, wenn man solche Arturen da macht statt den LFR. Du weißt ja, wie wenn er. So Sightseeing oder ja, was? So eine Stadtrundfahrt quasi. Kennst du es nicht? Diese Stadtrundfahrten, die da angeboten werden. Kurse Sonnen. Ja. Schön Sightseeing. So ein bisschen was erzählt. Das hier zu ihrer Linken sehen Sie. Boss. Oh, wow. Oh. Dem Strahl sollte man wohl ausweichen. Krass. Auch hier war wieder
Okay, Boss, ne? Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon? Also wir haben... Das ist ja anscheinend der erste, der drin steht. Glaub, ich Prinzip fehlt noch Advisor Vandross. Nee, wir hatten doch schon drei. Das ist jetzt der vierte. Spinne, den Typ gerade und den ersten. Ach stimmt, die Spinne habe ich vergessen, ja. Hallo. Sieht ein bisschen ausgehungert aus, will ich dir mal sagen, ne? Weiß nicht, ob es dir schon mal einer gesagt hat, aber... Schön ist natürlich auch, dass der Stagger insofern ja gebufft wurde, dass er jetzt alles staggert, ne? Ja, das stimmt. Das macht den Monk natürlich extrem stark, gebe ich dir recht. Oh, das kann man unterbrechen. Right. Okay. Sind wir auseinanderlaufen? Ja. Anscheinend schon. Oh, ja. Oh. Oh, ich würde eher sagen, ihr hättet zusammenlaufen sollen. Ja. Ah. Einfach nur so aus dem Gefühl, ich weiß auch nicht, woher ich das weiß. Ich weiß auch nicht, wie du darauf kommst, aber ist ja egal. Ich hab 10 Yard Range auf meine Attacken. Mir doch egal. Guck okay, mal, man wird gedrängt. Okay, interessant. Das ist eine nette Mechanik irgendwie. Ja, irgendwie mega Fastdrops. Ja, hab ich auch gerade. Aber er ist tot. So. Oh. Ja, schon wäre jetzt gewesen, wenn wir. Oh, da. My someone has made a quiet mess. Okay. Advisor Vandross, den wir jetzt hin müssen. So, hat man nicht einen Retz? Achso, auch. Da, Resurrection. Man hat einen Retz. Ach, Rage out wieder. Ja, mich hat irgendwas mit. Zusammengezählt mit knapp einer Million weggehauen. Oh leid. Was ist denn der ADM wieder? Ist der weg? Der sich raus und reingeportet, kann das sein? Last boss is back at the start of instance. Ne, der war auch tot. Teleport out of dungeon? Versuch jetzt diesen Trick, ja. Und geht der Trick? Weiß ich noch nicht. Teleport to dungeon? Dabei habe ich immer Angst, auch auf dem Live, dass ich aus Versehen Leave Dungeon Group. Ja, geht allerdings. Das ist schon so oft passiert. Ja, oder? Okay, dann porte ich mich auch mal raus und wieder. Ah, es kann doch nicht gewollt sein, dass man raus und rein portet die ganze Zeit, oder? Ja. LFR wird dann bald umbenannt in Blizzard Tours. Kommentiert von Chris Madsen. Genau. Also. Zumindest in der englischen Variante. Also, mindestens jetzt dieses Dingen weg, dieses Arkan-Dingen. Man könnte, ja, man hätte hier weitergehen. Ah. Den müssen wir jetzt noch, den euch. Advisor? Ja. Der steht hier vorne, glaube ich. Reinläufst, ne? Ich komme zu dir. Den anderen. Ich habe ja leider keinen Sprint mehr als Bärenkatze, wenn ich Moonkin-Affinität nehme. Bisschen doof. Ja, da war ich, glaube ich, auf der anderen Seite, ne, gerade, tatsächlich. Ja. Wo ist denn der Ding jetzt hingelaufen? Hä? Wo was seid ihr alle? Ich Alter, wo an? Guckt euch das mal an, auf der Karte sieht es lustig aus. Ich bin auch wieder ganz woanders. Ja, du bist ganz woanders. Ich komme aber zu euch, bleibt ihr stehen. Sucht nicht nach mir. Ich bin jetzt bei den Spinnen. Ist Advisor Vandross, ist das der Endboss? Ja. Ja, der steht tatsächlich ganz am Anfang. Da fährt so ein Blob hier entlang. Ich glaube, der Shami kommt nicht zu uns. Doch. Ah, doch. Aber hat er den Blob geedit? Nee, nee, hat er Glück gehabt. Hat er? Oder nicht? Nee. Kommt er irgendwie durch die... Was hast du gemacht? Bist du nicht auch raus und rein geportet? Ja, klar. In und der Venue? Was hat er da? Ach so. Ja schon, aber ich bin halt weiter gelaufen, weil da ja... Links abgebogen. Einfach mal noch eine Runde im Dungeon gelaufen. Ja, die Sache ist ja aber die... Hey, bist du über uns? Ich bin hier vorne wahrscheinlich. Über uns, hier oder? Ach nee, du bist im Stealth da vorne, okay. Ja, ich bin schon. Bei Advisor Vandross gewesen. Ja, dann? Ja, aber die Frage ist, hätten wir dann vorher wohl den Trash machen sollen? Weiß ich nicht. Pull mal den Boss, wir werden das sehen. Ich pull erstmal hier den Trash. Wir werden direkt am Anfang wiederbelebt. Ist er? Das ist
Skill, weil der Boss ist nicht mit dem Trash ge Dingens. Hast gehört? Irgendwie, wir werden weggeportet und dann haben wir 2 Minuten. Moment mal, hört sich für mich ein bisschen so an, als müssen wir Schnitzeljagd durch die Instanz spielen. Wo ist er denn? Wir haben 2 Minuten, um zurückzukommen und den Boss zu unterbrechen. So lange hat doch kein Bosskampf gedauert, bisschen. Wer weiß, wo er sich hinfordert. Bin ich mal gespannt. Guck mal, da ist eine Riesenratte. Ekelhaft. Gut, lass uns angreifen. Zum Blackgate, zu Archimund. Valros, Mensch, Freund. Ich bin echt gespannt, ich hab vieles von dir gehört. Sonst coole Sachen machen. Unter allem Ratten, Ellie. Rattengeld. Kommt hier hin, nicht weglaufen. Was? Was ist das? Alter. Ich weiß es nicht, was es ist, aber. Das sieht aus wie so eine Drache, wie eine, ja. Noch ein Battle Reds, ja, ne? Erstmal unseren Heiler. Ja, aber kann ich den in Dings casten? Ja, du kannst den Bär retzen. Neu, ja? Neu, korrekt. Ah. Man muss da einfach gegenlaufen, das ist wie bei Margok. Ah. Quasi, wir haben Margok revived. Oh, der macht aber krasse so Sachen im Vergleich zu dem Zeug vorher, ey. Kein Problem, wir schaffen das auch zu zweit. So, du. Hansi ist auch tot. Bin nicht so drauf alle gedacht. Tot. Ja, mich hat eine Ratte weggehauen. Mit 300 Ja, da bist du. Sollst du keinem erzählen, dass du von einer Ratte umgebracht wurdest? Du kannst die Wurmschwanz nennen. Aber scheint mir jetzt so erster Blick eine ziemlich. Oh, was jetzt? Jetzt haben wir 2 Minuten. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Lost in Time. Okay, wir müssen dem Charmy hinterherlaufen. Plan, weiß, wo es lang geht. Ihr seid durch die ganze Instanz laufen oder was? Ja, wir müssen durch die ganze Instanz laufen. Ich bin auch einmal gestunt. Ich glaube, den kannst du mitnehmen, der hat nicht viel HP. Nee, ich kann den nur laufen machen, ehrlich gesagt. Diesen Skill, der nennt sich Moonfire. Woher denn? Ich glaube, der Charmy weiß, wo es lang geht. Ah, toll, ich bin aber stunt. Kein Problem, kann ich unterbrechen. Den sollte ich zuerst enden, damit du ihn unterbrechen kannst. Ja. Okay, der macht das einfach nicht. Doch. Gut. War sofort unterbrochen worden. Bin ich richtig? Links von uns. Links von uns. Ja. Ja. Aber ich kann nicht kicken gerade. Ich hab Cooldown. Kann. Ja, das war ziemlich. Unspektakulär, aber doch recht ähnlich dem, was er gesagt hat, ne? Also. Muss man zu seiner Verteidigung mal sagen, also was heißt Verteidigung, ist ja nicht so, dass der irgendwie doof war bisher. Der seitdem wir auch dagegen der anlaufen. Der ist tatsächlich cool, der Boss, ja. Ja. Ich hätte übrigens gerade noch versucht, oder ich versuche das jetzt nochmal. Mach ich dem alle weg? Ja, das hat einen, glaube ich, weggemacht, wenn überhaupt, ne? Was denn? Er hat nämlich so Stacks, dass er mehr Damage macht. Ah. Das Gute ist ja auch, dass ich mir viel weniger Magic Damage jetzt neuerdings machen kann. Freut mich das ein bisschen genervt als Druide, wenn. Wenn Magic damit kam oder ja, was genau. Ja, weil so viel kannst du ja dagegen nicht tun wie jetzt. Sondern. Ne? Weißt du, wie ich meine? Das ist richtig, ja. Hat den Schamanen noch Perch, weil sonst tut er gleich weh.
Mit 15 noch kann er noch, ja. Kein Problem. Ich bin irgendwie hochgeheilt. Chat geht so übertrieben, ne? Mit dem Boss finishen, sorry. Alles gut. Ja, ich lauf mal rein. Interessante Instanz. Cool. Aber der Endboss ist cool. Das hat irgendwie Spaß gemacht, finde ich. Boah, krieg ich auch richtig viel. Auch Lederschultern für Level 110 mit 820 Item Level. Also 820 ist wohl normal Max-Level-Item-Drop. Hat das 820? Bei mir haben die 810. Echt? Ich hab, also vielleicht ist auch nee, wir sind auf 810 gescaled. Die Items haben 794er Item-Level. Also wenn ich da drauf gucke auf die Items, die hier droppen, haben die 820. Echt? Ja, ich kann's ja mal linken. Anyway, fürs Video, danke euch fürs Zuschauen. Ich hab auch gerade im Chat gelinkt, aber irgendwie kam nix. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagt auch nochmal Tschüss. Dann kommen wir uns fast mal rein. Tschüss. Ciao.